Einen wunderschönen guten Mittag aus dem Auto, ihr Lieben. Wir sind schon 2 Stunden vor Düsseldorf. Wir fahren heute zum Escape and Arrival Day, beziehungsweise der ist morgen. Wir fahren heute ins Hotel. Ich habe einen Auftritt beim Escape and Arrival Day 2023 von Love Life Passport. Die ganze Familie ist wie immer am Start. Die Kinder kommen sogar mit auf die Bühne. André. André ist mein ewiger Supporter. Laut Human Design macht André mich erfolgreich. Macht er auch. Macht er auch. Ist immer so ein gutes Zwischenzusammenspiel. Und vor allem jetzt. Gute Nacht. Er ist 2 Stunden gefahren oder drei sogar. Und jetzt fahre ich die letzten 2. Und wir sehen uns im Hotel. Tschüss. Gleich im Hotel. Ciao. Wir sind angekommen und wir haben eine Junior Suite. Fängt an, die Kinder sind schon begeistert, mit einem Klo, einem Tisch, einer Couch, aber die haben sie für uns ausgezogen. Ausgezogen. Und eine Überraschung von Love Life Passport wartet auf uns. Schaut mal hier. Ist das nicht schön? Die Kinder warten schon, dass sie sich drauf stürzen können. Okay, ihr könnt. Ab an den Teller. Das zweite Schlafzimmer. Mit der Aussicht. Zacki, zacki. Schreibtisch, kann ich mich hier vorbereiten? Und dann ein riesiges Bad, schaut euch das an. Dusche, Badewanne, Doppelwaschbecken und noch ein Klo. Voll schön, wunderschön. Ich glaube, die sind noch nicht gewaschen. Sind noch nicht gewaschen? Dann geh's mal waschen. Ich wasche es einfach. Esst du die Erdbeeren? Geh waschen, Ben. Wenn die Liana sagt, die sind nicht gewaschen. Wobei, das können wir nicht ganz vorstellen. Und Brombeeren sind auch drauf und Himbeeren auch. Mega. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt, aber ich glaube, wir haben auch gar nicht so viel gevloggt. Wir vloggen einfach heute weiter. Wir sind gestern hier angekommen. Ich habe euch, glaube ich, noch die Hoteltour gezeigt. Und dann waren wir ganz viele Menschen treffen. Es ist so surreal, diese ganzen Menschen, die man über den Bildschirm im Zoom kennt, jetzt live kennenzulernen mit ganzem Körper. Und das war echt, wie man auf Englisch sagt, overwhelming. Wie sagt man das auf Deutsch? Also auf eine schöne Art überfordernd, aber echt schön, wunderschön, die alle zu sehen. Und wir waren dann auch bei der Probe. Die Kinder haben geprobt, hat super geklappt. Wenn das heute so läuft, dann ist alles gut. Dann waren wir im Schwimmbad mit den Kindern, weil die natürlich dann auch irgendwann durch waren. Lange Fahrt, bei der Probe gewartet. Dann waren wir schnell im Schwimmbad. Dann waren wir im Bistro mit meinen Balanced Business Moms und mit meiner Julia. Und dann waren wir noch an der Bar mit Sarah. Also ja, wunderschöner Abend. Ich fühle mich, als ob ich gestern gesoffen hätte, obwohl ich keinen Schluck getrunken habe. Aber es war irgendwie so, ja, positiv überfordernd. Jetzt sind wir aufgestanden. Ihr hört da die Spielsachen von Ben und Liana. Die wurden nämlich gestern beschenkt von Kati und Felia. Also die Mama ist Teilnehmerin bei BBMC. Und Felia ist ihre 12-jährige Tochter und die haben Ben und Liana beschenkt und das waren so gute Geschenke. Zeige ich euch gleich, aber jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Schaut mal, der Ben hat einen Triceratops bekommen. Ein Transformer von Dino zu Bagger. Und Liana hat Polly Pocket. Oh mein Gott, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich heute in der Lage bin zu vloggen. Ich bin so nervös und ich vergesse alles. Ich habe vergessen, das Frühstück zu vloggen. Und ja, generell ist natürlich Nervositätslevel auf 100.000. Und wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer. Ich bereite mich jetzt vor, wenigstens mal so ein bisschen. Also wir haben noch unglaublich viel Zeit. Aber ich, durch diese Nervosität muss ich mich jetzt beschäftigen. Ich mache jetzt schon mal meine Haare, schreibe meine Moderationskarten, weil ich jetzt von Love Life Passport die echten Moderationskarten bekommen habe. André bügelt gerade die Outfits von Ben und sich. Ich habe hier die Love Life Passport Moderationskarten bekommen, dass das auch schön aussieht, wenn ich die auf der Bühne habe. André geht gleich mit den Kids ins Fitnessstudio, dass sie ein bisschen abgelenkt werden und ein bisschen ausgepowert werden. In der Zeit schreibe ich meine Moderationskarten. Und dann gehen wir irgendwann runter. Und dann gehe ich auf die Bühne und spreche 30 Minuten.
Ja, mal gucken, wie ich zwischendurch vloggen kann. André macht vielleicht auch ein paar Aufnahmen mit dem Handy, dann können wir die nachher einplanen, aber ja. Ich muss mich irgendwie fokussieren und kann es aber nicht so richtig. Da war er, der Auftritt beim Escape and Arrival Day von Love Life Passport. Und natürlich konnte ich gar nicht so viel filmen. Ich war so dankbar, dass André ein bisschen gefilmt hat. Ich war natürlich am ersten Tag unfassbar aufgeregt und nach dem Auftritt kam eine so wunderschöne Welle an Begegnungen und Gesprächen und Fotos und man hat sich gefühlt, als ob man irgendwie ein Star wäre, weil nach dem Auftritt viele mit einem sprechen wollten. Ich habe ja in der, achso, nee, habt ihr gar nicht richtig gehört, ne? Ich habe über meinen Weg erzählt von der erfolgreichen Fernsehmoderatorin, die gut Geld verdient, dann schwanger wird und dann irgendwie vor dem Nichts steht. Also natürlich hat man das größte Geschenk des Lebens bekommen, man ist Mama. Aber man merkt dann halt auch ganz schnell, okay, jetzt habe ich diese Aufgabe und die Aufgabe ist wunderschön, aber auch überfordernd und irgendwie ändert sich plötzlich alles und das Umfeld ändert sich und man ist nur noch zu Hause und dann will man nicht zurück in den Job, weil man merkt, das geht mit Kind nicht und dieser ganze Struggle von Traumjob zur Mama zur Selbstständigkeit habe ich dort auf der Bühne erzählt und habe natürlich versucht, mit meiner Geschichte zu motivieren, für sich loszugehen. Das, was ich auch immer auf Instagram und YouTube sage. Es ist so wichtig, dass man dieses eine Leben, das man jetzt hat,
einfach jeden Tag lebt, dass man jeden Tag, schaut mal, mein wichtigstes Ziel jeden Tag ist, dass wir glücklich sind, dass wir gut gelaunt aufstehen, dass wir einen wunderschönen Tag verbringen, dass wir alles erreichen oder an diesem Tag erleben, was wir erleben möchten. Und ich habe das geschafft, mich frei und unabhängig zu machen mit meiner Positivität, mit meinem Ehrgeiz, mit meinem Fleiß, mit meiner Disziplin, mit den richtigen Menschen, die mir auf dem Weg begegnet sind, mit den richtigen Chancen, die ich im richtigen Moment ergriffen habe. Und ja, das habe ich erzählt und ich durfte bei Love Life Passport auf der Bühne stehen und das war auch eine riesige Ehre. Das sind ja meine Coaches. Ich habe ja ein Coaching mit Love Life Passport, dem ganzen Team, aber vor allem auch mit Taylor, dem Gesicht von Love Life Passport. Annika durfte ich auch schon ein, zwei Mal erleben in einem Mindset-Call, aber vor allem habe ich mit Taylor gearbeitet an The Balanced Business Mom Concept. Das haben wir gemeinsam auf die Beine gestellt und ich war ja eine der erfolgreichsten Teilnehmerinnen momentan bei LLP, wobei das kann sich auch schon wieder geändert haben und ist ja auch kackegal. Das Wichtige ist einfach zu wissen, man kann es erreichen, man kann es schaffen, man muss sich mit den richtigen Menschen verbinden, man muss für sich losgehen, man muss durch seine Angst durchgehen und all das habe ich auf der Bühne erzählt und habe auch die zwei Süßen mitgenommen auf die Bühne, weil ich einfach auch zeigen wollte, wie wichtig das ist von Anfang an, dieses Mindset, diese Denkweise den Kindern mitzugeben, dass sie alles schaffen können und dass nicht, wie es halt oft in Kindergarten und Schule passiert, dass man bewertet wird, dass man die ganze Zeit ermahnt wird, dass man das Gefühl hat, man ist nicht richtig, man ist nicht gut genug, man darf nicht so sein, wie man ist, weil man muss Rücksicht nehmen und so. Und diese ganzen Dinge, wenn die passieren in der Schule und im Kindergarten, dass die Kinder einfach gestärkt sind und dass die Kinder ganz genau wissen, dass sie richtig sind, so wie sie sind und dass sie alles erreichen können. Ja, das durfte ich dort auf der Bühne erzählen und das habe ich erzählt und danach, ja, habe ich einfach unglaublich genossen, diese Gespräche, diese Aufmerksamkeit. Ich habe gemerkt, ey, das ist echt was ich gerne mache. Ich war unfassbar aufgeregt, aber als ich da auf der Bühne stand, war alles wie weggeflogen und ich wollte da oben bleiben und noch 2, 3, 4 Stunden weitermachen, weil das einfach so schön war. Aber nicht nur das war schön, sondern es war auch wunderschön, ganz viele Menschen persönlich und endlich live und in Farbe kennenzulernen. Über das Love Life Passport Coaching habe ich wundervolle Menschen kennengelernt, andere Coaching-Teilnehmer. Wir sehen uns dann immer in den Zoom-Calls, wenn wir alle gecoacht werden, aber halt noch nie live und in Farbe. Meine Julia, Projekt Mut auf Instagram. Wir sprechen seit 6 Monaten jeden Tag, schicken wir uns Sprachnachrichten. Sie macht mein ganzes Technisches, sie ist 50% von The Balanced Business Mom Concept. Ich helfe ihr mit ihrem Instagram und wir ergänzen uns so wundervoll und haben uns dort das erste Mal live gesehen und das war auch so komisch, weil das war einfach so, als ob wir uns halt schon ewig kennen und dass das gar nicht so die erste Begegnung gewesen wäre. Dann habe ich ganz viele von meinen Balanced Business Moms dabei gehabt. Unglaublich berührend und so ein krasses Zeichen auch für mich, dass sie da hingekommen sind. Natürlich wegen dem Event, aber auch wegen mir und die persönlich kennenzulernen, zu umarmen, mit denen sprechen zu dürfen, echte Menschen zu sehen, nicht nur immer über den Zoom-Call. Yannick, der auch zu der Zeit, damals hat er noch bei Love Life Passport die Erstgespräche geführt, da haben wir uns kennengelernt und haben uns dann auch auf Instagram vernetzt und wir haben dann einen Podcast dort gemacht. Also es war einfach, dieses Wochenende war eins der schönsten Wochenenden meines Lebens. Ich habe auch wieder mir bewiesen, dass es einfach mit den Kindern klappt. Aber weil André auch ganz, 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 ganz toll war. André hat mich komplett unterstützt, hat Kamera gemacht, hat auf die Kinder geguckt, war immer, immer dabei. Wenn ich dann abends mal raus bin, ist er drinnen geblieben im Hotelzimmer und so. Das war einfach unglaublich gut und wir haben es uns allen bewiesen, dass das einfach klappt. Und ich wollte da auch unbedingt ein Zeichen setzen. Und das habe ich auf der Bühne auch gesagt, dass man nicht die Kinder als Hindernis sehen sollte, sondern als Grund loszugehen. Und die Kinder dürfen das alles miterleben und die Kinder sehen, was die Mama da macht und der Papa und sind einfach... Ja, wir kriegen immer wieder so viele Komplimente für unsere Kinder, wie toll die sind und wie... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ganz viele denken, bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet, Kinder dürfen alles und haben keine Regeln oder kriegen keine Regeln und die sind dann bestimmt alle voll frech und ne, machen irgendwie, weil sie ja alles dürfen, machen, sind sie nicht gut oder ich weiß auch nicht, was man da für Glaubenssätze hat, aber ich bekomme halt immer wieder gesagt,
Irgendwie habe ich gedacht, dass die so viel wilder sind oder so viel. Ja, ich weiß die Wörter nicht mehr. Auf jeden Fall haben die Kids auch mal wieder ganz, ganz viele Menschen fasziniert. Und auf der Bühne natürlich erst recht mit unseren Affirmationen, aber dann halt auch, ja, wurden sie natürlich auch oft angesprochen. Und Liana ist so eine Rampensau wie ich. Die hat das voll genossen und hat sich auch gedreht auf der Bühne und allen erzählt, ich habe ein Prinzessinnenkleid an und ich war auf der Bühne. Und oder vor dem Auftritt hat sie jedem erzählt, ich gehe auf die Bühne. Voll süß. Und Ben war super cool. Der war einfach so. Also was jeden Tag macht. Easy. Also ich bin echt, ich war super aufgeregt davor und die Kinder irgendwie gar nicht. Was mir dann wieder Ruhe gegeben hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Unglaubliches Erlebnis. Wenn ihr könnt, kommt nächstes Jahr auf den Escape and Arrival Day. Ich werde da auch auf jeden Fall wieder hingehen. Es ist, da waren so krasse Menschen, so große Speaker. Detlef D. Soest war da. Es war Fiona Erdmann hat ihre Geschichte erzählt, was auch krass war, was die alles erlebt hat. Und es war halt so ein Event, das so nah ist, weil da nicht so viele Leute dabei waren. Ich glaube 1500, also schon viele, aber ne, jetzt nicht wie zum Beispiel Creators, wo dann 15.000 Menschen sind und wo du überhaupt gar keinen so nahen Kontakt hast. Ganz viele. Creators ist auch ein Persönlichkeitsentwicklungsevent. Ganz viele haben gesagt, dass sie auf beiden Events waren und dass Escape and Arrival Day einfach so viel schöner war, weil das so echt war und so nahbar und die Menschen ihre Geschichten erzählt haben und man mit denen danach auch sprechen konnte. Es war irgendwie kein Speaker irgendwie hoch arrogant oder so, sondern alle waren komplett menschlich und haben sich Zeit genommen. Imo Tommy war auch da, ein Mann, der es mit Immobilien auf Instagram sehr, sehr weit gebracht hat oder immer noch bringt. Mit dem habe ich mich auch im Speakerraum kurz unterhalten, auch ein ganz, ganz toller. Der hat mir auch noch Tipps gegeben vor dem Event. Also ja, mega Erfahrung, unglaubliche Chance. Ich bin wieder so stolz, dass ich Ja gesagt habe, weil als Taylor mich gefragt hat, ob ich das mache, dachte ich so, nein, Hilfe, warum? Und jetzt bin ich so dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe mit der ganzen Familie. Jetzt habt ihr ein paar kleine Eindrücke bekommen. Ich hätte im Nachhinein, denke ich dann immer, ach Mann, hättest du doch viel mehr gezeigt und gevloggt. Aber in dem Moment drin, naja, ist dann halt alles ein bisschen anders. Danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr auch den nächsten Vlog anschaut. Bis ganz bald. Tschüss.